Nenne ich mal das zweite, weil ich neugierig bin. Was ist es, wonach ihr sucht? Kann es in dieser verfallenen Ruine noch etwas Wertvolleres geben? Wertvolles geben? Es sieht eher nach einem verlassenen Grab aus. Uff. Text, Text, Text. Das stimmt teils, teils, obwohl es kein Grab ist, sondern eine altertümliche Siedlung. Hierbei handelt es sich um die letzten Überreste einer primitiven Rasse, die schon lange ausgerottet ist. Wir wissen nicht sehr viel über ihre Kultur, außer dass sie sich in einem Krieg selbst zerstört zu haben scheint. Wie irgendwie alle alten, mächtigen Kulturen, ha? Huh? Vielleicht erfahren wir heute etwas mehr. Wir sind gerade dabei, eine innere Kammer vorzustoßen. Vielleicht ist es ja sogar das Domizil des Dorfschamanen. Ihr könnt uns unter Umständen behilflich sein. Wir müssen die Grabung nur noch für eine kurze Zeit absichern. Allein eure Anwesenheit schreckt andere vielleicht schon davor ab, uns anzugreifen. Obgleich ich nicht weiß, wer oder was hinter unserem Pech steckt. Kleinere Saboteure-Akte und Entführungen scheinen denen ziemlich Spaß zu machen, obwohl ich nicht ausschließe, dass einige der Vermissten einfach nur aus Angst abgehauen sind. Es wurde bisher nichts gestohlen, was für Räuber schon merkwürdig ist. Aber wer oder was sollte es sonst sein? Helft ihr uns? Okay, wenn sie jetzt nun wirklich keine Grabräuber sind, sondern Leute, die auf Informationen aus sind und die Geschichte erforschen wollen. Okay, dann können wir dir noch helfen. Ja. Es wäre mir eine Ehre, so gelehrten Leuten wie euch bei eurer Suche nach Wissen zu helfen. Wir sind euch dankbar. Jetzt haben wir eine Chance, den aufregendsten Tag unserer Grabung abzuschließen. Wir werden heute in einen völlig neuen Raum vorstoßen. Möglicherweise das Quartier eines Schamanen oder Häuptlings. Drinnen können sich unzählige Relikte befinden. Ihr könnt euch frei bewegen. Eure Anwesenheit wird den Männern sicherlich Vertrauen geben. Hat sie etwas gesagt? Ja, gut. Hey, hallo ihr. Können wir mal für einen Moment miteinander reden, ohne dass uns jemand zuhört? Das ist schon mal suspekt. Erstens, ich heiße Galor. Zweitens, wir haben nie ein solches Gespräch geführt. Ich bin der Partner dieses alten Charleston, mit dem ihr zu tun hattet. Wobei ich aber nicht übermäßig an den nicht so gewinnträchtigen Aspekten der ganzen Sache interessiert bin. Der Alte scheint zu denken, wir sollten alle unsere Fundstücke irgendeinem Museum spenden. Ich bin da ein bisschen praktischer veranlagt. Ich denke schon, dass es Leute gibt, die für den magischen Schatz, den wir gerade heben, gutes Geld zahlen würden. Und wenn die so drauf erpicht sind, warum sollen wir uns ihnen dann in den Weg stellen? Wie wär's, wenn wir mir das Ding holt, damit ich den alten Nipp aus meiner kleinen Rechnung streichen kann? Na, wie klingt das? Einverstanden? Also er ist der Dieb in der ganzen Bagage hier. Wenn ich Charleston angreife, müsste ich viele der Arbeiter töten. Das gäbe ein regelrechtes Blutbad und damit will ich nichts zu tun haben. Verdammt, ihr seid ja genauso vorsichtig wie der Alte. Na denn, ich werde andere Mittel finden, ein gerüttelt Maß Gewinn aus diesem Fiasko zu ziehen. Ihr macht euch besser wieder auf den Weg. Aber die Antwort war auch komisch. Die suggerierte, dass wir Charleston einfach töten würden, das ist kein Problem. Aber sobald wir mehr Leute töten müssen, dann ist es uns zu unangenehm. Aber na gut. So, können wir jetzt Charleston darüber informieren, dass er dann komischen Typ in seiner Truppe hat? Nee. Geschafft. Wir sind dabei, den letzten verbleibenden Raum zu betreten. Es ist das Domizil des Schamanen, ganz sicher. Jetzt bekommen wir endlich genauere Informationen darüber, wer diese Leute waren und wie sie gelebt haben. Erfolg. Wir betreten gerade den letzten Raum. Das ist sicherlich das Domizil des Schamanen. Wie oft wird er das jetzt noch erwähnen? Jetzt werden wir endlich richtige Auskünfte darüber erhalten, wie diese Leute wirklich waren. Hey Chef, ich fühle mich nicht so gut. Die Luft hier ist so verbraucht. Eine gute Frage, junger Mann. Das war keine Frage. Ich würde annehmen, dass wir die ersten Leute seit 5000 Jahren sind, die diesen Raum betreten. Selbst die Götter von Nesseril waren damals noch jung gewesen. Es ist so kalt hier drin. Ich fühle mich so seltsam. Ich höre eine Stimme in meinem Kopf. Das kann nicht gut sein.
Ich höre eine hohle Stimme wie aus dem Grab, so ein Nuscheln. Sprich lauter und führe meine Hände. Okay. Du, ich sehe, was du bist. Dein Ton bringt mir Macht, dein Blut wird die Stimme beruhigen. Blut, Blut, Blut. Ja, Blut für den Blutgott, Schädel für seinen Thron, ne? Die Art, wie sich diese und alle sind aggro. Aber das sind nur leicht gerüstete Bergarbeiter. Och, kommt schon, nicht zickzack laufen. Alle da rein. Ihr werdet alle sterben. So. Ein, zwei Zauber schmeißen wir rein, aber mehr auch nicht. Ja, da rein sollte gehen. Ah, für leicht gerüstete Bergarbeiter halten die gut was aus. Dino hier? Du solltest da nicht in den Nahkampf gehen. Komisch, dass er nicht betroffen ist. Aber wahrscheinlich sind die eh ein bisschen gierig und deswegen eher ansprechbar für solche Bezauberungen. So, ja, 7 Erfahrungspunkte pro Stück. Ich glaube, ich kann erklären, welcher Wahnsinn meine Leute geritten hat. Sie scheinen in einer alten Sprache zu reden, aber ich habe das Wort Kosa erkannt. Dies ist der Name einer altertümlichen Macht, der Name des Gottes des Chaos. Der Stamm, der hier gelebt hat, muss zu den Anhängern von Kosa und der Zerstörung gehört haben, die er mit sich brachte. Auslöser dieses ganzen Blutvergießens muss das Artefakt gewesen sein, das in diesem Steinsarkophag liegt. Auf diesem Artefakt liegt ganz sicher ein unglaublicher Fluch. Bitte sorgt dafür, dass es an seinen angestammten Platz bleibt. Wir werden den Eingang versperren. Es darf nie wieder ans Tageslicht gelangen. Es ist wirklich schade. Ich wollte ein bisschen Licht in das Leben eines lange erloschenen Volkes bringen. Seht, was ich angerichtet habe. Einige Dinge sollte man halt doch den ewigen Frieden gewähren. Hier ist euer Lohn für die Zeit, die ihr hier verbracht habt. Ich benötige eure Dienste nicht mehr. Alles einpacken. Wir verlassen diesen unseligen Ort. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Ruf noch höher, da hat Jahira was zu meckern. Und was ist da jetzt drin? Ein Idol. Gorayan wäre auf eure Taten stolz. Ja, nee, das lassen wir dann mal lieber drin. Wenn er schon sagt, das ist verflucht und böse, das haben wir auch am eigenen Leib erfahren, dass es böse ist, dann lassen wir es auch da. Dann gehen wir raus aus dieser Höhle hier. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ja, Jahira, damit können wir aber nichts ändern. Sollen wir es losgehen und Kinder töten, oder was? Hast ja echt komische Vorstellung für den Druiden. So, hier unten nochmal kurz zu dem Blutbad. Aber da habe ich vorhin hier ganz geschickt die interessanten Gebiete umgangen, ne? Bin hier ganz außen rum und dann erst wieder dahin zurück. Aber naja, kann man nichts machen. Was ist eigentlich mit seiner Cousine geworden? Ist die mitgekommen? Nee, ne? Hier scheint aber auch nichts zu sein. Der hat aber gut reingehauen, hm? So, das war's aber mit dem Gebiet. Dann schauen wir mal zu der Gnollfestung. Da sind wir letztes Mal einfach nur durchgerast, um die Gnolle zu töten und Dünner hier zu befreien. Aber den ganzen südlichen Bereich haben wir gar nicht erforscht. Und da waren wir eben gerade schon. Und die Gnollfestung. Ja, lang, lang ist's her. Und da oben waren wir auch noch nicht. Oh, wir können gleich schlafen. Ich sollte meinen Augen eine Pause gönnen. Ja, jetzt fangen sie alle an zu jammern. Okay, schlafen wir lieber gleich, bevor noch mehr anfangen zu reden. So. Wie viel Ruf haben wir eigentlich inzwischen? Heldenhaft 20. Ha, ich hätte schwören können, das geht nur bis 19 hoch. Aber gut. So, schauen wir erstmal runter. Wenn sie überhaupt runter geht. Ja, hinter dem Stein geht's lang. Ja, Gnolle. Ihr seid nicht mehr wirklich so die Herausforderung.
Da denke ich mal, ich schalte jetzt auch wieder auf Zeitraffer um und melde mich, sobald das passiert. So, ist ganz schön verwinkelt hier die Ecke. Aber wir haben eine Höhle gefunden. Mal schauen, was da drin ist. Jede Menge Zwarte. Nein, nicht auf die hier. Böser Zwart, ganz böser Zwart. So, schon besser. Du heimst das Dünner hier. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Geh rüber und schau dich mal so lange hier um. Ach, das war's schon? Ne, da geht's weiter. Okay. Aaskriege. Na gut. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Nö. Geh wieder raus. Aber wo eine Höhle ist, kann noch eine zweite sein. So, hier überall waren wir schon. Gehe ich mal hier runter. Aber ja, wie ihr gesehen habt, waren hier... Oh, da ist ja schon noch eine. Die ist aber versteckt. Und wieder Zwarte. Oh. Die Höhle haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, ne? Da haben wir auch die helle Bade drin gefunden. Eine, die genauso aussah. So, da ist noch eine Schriftrolle. Im Moment gucken wir nach einer Falle. Und sonst ist hier nichts. Nö, geh rüber. Geh rüber, ist voll beladen. Na toll. So, so. So, Heiltränke habe ich gesehen, das ist immer gut. Gold, Zaubersprüche und ein Buch. Ein ganz schön schweres Buch. Und was für ein Buch ist das? Leitfaden der Führungskräfte und Einflussnahme. Wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst. Ja, als wenn ein Unterschied wäre. Charisma. Um einen Punkt steigern. Das klingt doch genau wie für Gerogon gemacht. Er hat jetzt 17. Tada, 18. Schön, schön. Also wir haben jetzt schon einmal Konstitution einerhöht und Charisma einerhöht. Und ich gebe es auch primär Gerogon, nicht nur weil es unbedingt immer passt, sondern weil er der einzige Charakter ist, der auch in den zweiten Teil übernommen wird. Weil die NPCs tauchen zwar wieder auf, aber nicht mit der Ausrüstung und den Levels und den Fähigkeiten und auch nicht den Stats, den sie hier vorher hatten. Dann wäre es doch ein wenig zu sehr Verschwendung, wenn wir das einem NPC geben würden. So. Außerdem habe ich, wie gesagt, gerne einen sehr mächtigen Hauptcharakter. Aber da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Baldur's Gate ist ja so ein bisschen Ego-Trip, wenn man die Story bedenkt. So, noch mehr Zwarte. Und das müsste es aber auch hier gewesen sein, oder? Ne, da unten ist noch eine Ecke. Na, war noch nicht ein Zauberspruch? Ja. Wir haben jetzt auch schon 11.000 Gold. Das heißt, theoretisch könnten wir Immoens Rüstung kaufen gehen. Also diese Schattenrüstung für 10.000. Und eventuell, da wir jetzt auch mehr Charisma haben und ein paar mehr Rufpunkte, ist sie sogar günstiger als 10.000. Das hätte natürlich was. Und was gab es noch an Rüstung, die wir kaufen wollten? Die eine Robe für Dünner hier. Aber die war 20.000 Goldmünzen, glaube ich. Und das ist doch ein bisschen viel. Oh, noch eine Höhle. Und noch mehr Xwarte. Ja. Eigentlich könnten wir uns die Suche nach dem Devor noch sparen. Weil wir gehen ja eh in den Mantelwald und werden da versuchen, die Räuberbande ausfindig zu machen. Und entweder ist er da, oder Tazok ist da, weil irgendjemand muss das Ganze ja auch anführen.
Oder diese Sarewok. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Ja, weil jetzt mit Level 5 hier Xwarte töten ist nicht unbedingt so interessant, denke ich mal. Und es bringt uns auch kaum was, weil der Loot ist nicht wirklich viel wert.